Ich studiere BI, weil man einerseits viele Kenntnisse aus dem BWL-Bereich und auch aus dem IT-Bereich gewinnt. Ich denke, heutzutage im digitalen Zeitalter ist es wichtig, dass man gerade über IT auch viele Kenntnisse gewinnt, und es hat mich interessiert. Also Fähigkeiten würde ich sagen, dass die Teamfähigkeit ziemlich wichtig ist, weil es bei uns im Studiengang ziemlich viele Teamprojekte gibt. Und das ist eben wichtig, dass man weiß, wie man im Team umgehen kann. Und auch wichtig finde ich die IT-Affinität, dass man sich schon ein bisschen für IT begeistern kann und dass es einem auch liegt. Und auch, dass man die Interesse und die Neugierde im Team hat. Am besten gefällt mir, dass wir sehr viele Projekte haben und dass dadurch auch ein sehr großer Praxisbezug da ist. Man ist meiner Meinung nach auch sehr gut auf das Berufsleben vorbereitet, auch dadurch, dass wir ein integriertes Praxissemester haben, wo man wirklich für ein komplettes Semester an einer Firma arbeiten kann, um sich zu orientieren. Im Verlauf des Studiums wird es immer wichtiger, die einzelnen Teilfächer miteinander zu verknüpfen. Das heißt, einfach die Wissensübertragung sollte stattfinden, und das wird eben wichtig, damit man später auch die Projekte im Team dann auch lösen kann. Die Perspektiven nach Wirtschaftsinformatik sind ziemlich gut auf dem Arbeitsmarkt. Also man kann auf der einen Seite natürlich einen Master machen. Es gibt an der HDM auch einen BI-Master, der baut auf dem Bachelor auf. Aber man kann auch direkt einsteigen, hat dann eigentlich auch keinen Nachteil, weil man auch direkt im Projektmanagement, Produktmanagement anfangen kann. Als Manager, als Consultant, also es gibt sehr viele Möglichkeiten. Und man findet eigentlich auch immer einen guten Job.